So, servus Freunde der Sonne, da sind wir wieder zurück bei Fail mit Paint, ich meine Half-Life, ich meine, schauen wir mal, was passiert. Gut, letztes Mal haben wir ja den guten Gargantua getroffen und ich weiß gar nicht, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wir den töten müssen oder töten werden. Und unser primäres Ziel ist aber jetzt erstmal, dass wir... oh Gott, hier kurz überleben. Boah, Leute, hört auf. Was wollt ihr alle von mir? Okay. Mann. Ich wollte was erzählen. Lass mich doch mal ausreden. Wie gesagt, unser primäres Ziel ist erstmal, dass wir eigentlich Energie auf den Schienen, auf den Schienentrack zurückbringen müssen, weil wir ja das alte Schienensystem von Black Mesa nutzen sollen. Alter. Geh mir jetzt nicht am Sack. Meine Fresse. Genau, weil wir das alte Schienensystem müssen wir jetzt reaktivieren. Da müssen wir Strom wieder auf die Schiene bringen. Und dann müssen wir zum Lambda-Komplex fahren und schauen, wie es dann dort weitergeht. Boah, Alter, was war das jetzt gerade hier? Voll das Highlight, Mann. Ich kotze ins Essen. Mann. Okay. Damit habe ich jetzt leider gar nicht gerechnet. Das war alles wieder sehr wild und verworren. Aber gut. Wir haben es überlebt. Und das ist alles, was zählt. Rüstung ist wieder mal weg, aber egal. Ich habe wieder schlecht gezielt, aber egal. Sie sind nichtsdestotrotz alle tot. Da gibt es einen Powergenerator, okay. Ah, okay. Nee, dann will ich da erstmal noch nicht lang. Oh, hier ist eine Station. Sehr geil. Okay, weiter geht's. Gut. Naja, ich sag mal so, es hätte bedeutend schlimmer laufen können. Ah, okay. Hey, wie sich da drin alle verschanzt haben, die Drecksäcke. Und die ganzen Headcrabs, das hat mich gerade voll alles fertig gemacht, ey. Muss ich zugeben. Wow. Okay. Ah, jetzt sind wir auf der Seite. Ich dachte, wir sind nämlich fast schon. Okay, dieses Feuer ausstoßen der Höllenrohr da oben, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Aber gut. Na denn, also, gehen wir doch mal runter, würde ich sagen. Und schauen mal, was uns dann dort erwarten wird. Noch jemand? Nein? Okay. Wie sie Laserminen platziert haben, die Schweine. Okay, noch ein Bauziel. Lass mich bitte in Ruhe, wenn es geht. Ich mag dich nicht und du magst mich nicht. Mann, das sind aber viele. Die scheinen sich hier unten ja richtig wohl zu fühlen. Hallo? Jemand da? Ja, ich gehe gleich mal ins Wasser gucken. Wow. Es ist gerade ganz schön weitläufig hier. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal da ins Wasser und gucken mal ganz kurz, was da abgeht. Wahrscheinlich nichts. Tatsächlich hier ist nichts. Oder? Oh, da geht's lang. Wo geht's denn da lang? Oder? Das ist ein Dead End. Das ist ein Dead End. Okay, dann war's das. Dann ist hier tatsächlich nichts. Alter Schwede, der Anfang hat mich gerade völlig fertig gemacht. Der hat mich konzeptionell wie sprachlich völlig auseinandergenommen. Aber gut, war irgendwie lustig.
Und wir haben sie überlebt. Also nur das zählt. Unser Überleben, das ist das Einzige, was zählt. Hallo? Zombies? Oder was ist das? Gott, das sieht so aus, wie als ob es hier vielleicht die große Schlacht geben würde. Ich traue der Sache nicht so ganz. Okay. Power Generator, da geht's runter, okay. Wahrscheinlich haben die Marines das komplett dicht gepackt, dass man da auch ja nicht so leicht hinkommt. Maintenance Area, okay. Den gehen wir gleich mal hin. Ja, okay. Also gehen wir erstmal in die Maintenance Area. Strom, hallo? Okay. Oh Mann. Ich bin irgendwie gerade extra vorsichtig. Ich weiß gar nicht warum. Oh, hallo? Hab ich da was gehört? Nein, hier ist nichts. Leute. Okay. Das, ja, wow. Oh, wow. Ich denke mal, wenn ich da reingehe, dann bin ich dezent des Todes. Deswegen lassen wir das noch ganz kurz und schauen uns erstmal. Achso, ja. Schauen uns erstmal weiter unten um. Gucken wir erstmal, was da noch ist. Wasser, okay. Oh, oh, ein Zombie. Ach, wie niedlich. Hallo. So. Irgendjemand, irgendetwas hier. Alter, okay, das sind irgendwelche Viecher, die an mir rumnagen. What the fuck? Ihr kleinen, aggressiven Kackbratzen. Wie ich es nicht gerafft habe. Okay, irgendwie kann ich das Ding vielleicht in die Luft springen oder was? Oder wie soll das gehen? Ich habe nicht gesehen, da ist doch da, da. Nee. Ja. Wie schalte ich das Ding ab? Möchte ich das in die Luft springen? Wow. Bleh. Was war das denn jetzt? Alter, dieses Kropfzeug. Dieses elende Kropfzeug. Nee, nicht so viel Pistolen, Magnum Moon verschwenden. Okay, das ist immer noch an. Und es ist verdammt laut hier drin. Oh! Dam-da-dam-da-dam-da-dam, wir laufen, okay. So. So, Unit Power 1 ist an, oder was? Unit 2 Power ist an, okay. Unit 1 Power ist noch off. Ah, jetzt. Okay. Na toll! Wird ja schlimmer, bevor es besser wird. Lauf. Okay. Gut, das haben wir geschafft. Dann denke ich mal, können wir auch wieder zurück. Oder? Weil da dürfte es nichts mehr geben. Wahrscheinlich haben sich mittlerweile auch oben die Marines wieder eingenistet. Ja. Und gleich kommen sie. Ihr seid alle tot, sehr schön. Bleibt tot, ja. Oh, ich höre den Gargantua-Schilder. Ja. Das war eine absolute Nullnummer. Ja, die Pumpgun, die braucht halt echt so ein bisschen lange bis nachladen. Also was, die werfen, die springen jetzt einfach in die Luft, die Wichser. So. Wow. Na komm. Was? Was war das denn gerade? Hä? Okay. Ich nochmal kurz zur Heilstation. Ich bin nochmal zur Heilstation. Ich meine, sie ist da, sie ist in greifbarer Nähe.
nutzen wir aus. Ich wusste es aber doch, dass die scheiß Marines sich da oben wieder eingenistet hatten. Und, die Granate hat gerade gar nichts gebracht, aber gut. Das hätte man nicht denkt. Aber es stimmt schon. An sich seid ihr schon ein Haufen Wabler. So. Dedem, 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 dedem. So. Und jetzt? Ja. Und jetzt? Hallo? Ach da. Na. So, das wird jetzt, glaube ich, ein Spaß. Was war das? Diese abstrusen random Tode, das finde ich total dumm irgendwie. Warum? Was ist das? Bitte, hä? Wahrscheinlich bin ich wieder irgendwo hängen geblieben mit meinem riesigen Schädel. Und deswegen bin ich wieder gestorben. Ups. So. Alter, was mit mir an? So, gut. Das lief bedeutend schlechter als vorhin. Aber vielleicht ist immer die Chance größer, dass wir es überleben. Okay. Ich hole mir noch die 5 Lebenspunkte, die ich noch aus dem Automaten saugen kann. Hole ich mir jetzt noch raus. Und dann gucken wir uns dann mal oben um. Pink schlecht wie immer. Okay. 69. Das könnte jetzt eine recht schmerzhafte Tour für mich werden, aber gut, schauen wir mal. So. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich jetzt gucken muss. Okay. Das war total bescheuert. Hä? Moin? Wem gehst du denn hier auf den Sack? Okay. Der läuft weg. Läuft der weg oder kommt der her? Ich weiß es gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich die Köpfe getroffen habe. Ich bin der Meinung, dass die mit dem Helm, dass da die Headshots, also selbst wenn ich wirklich nur sehr geringe Chance habe, dass ich die Köpfe treffe, weil ich halt echt nicht gut ziehe, habe ich trotzdem das Gefühl, dass die mit dem Helm tatsächlich gegen Headshots ein bisschen gefeit sind. Kann auch sein, dass ich mich täusche, aber ich habe das Gefühl. Oh, haben sie beide überlebt. Kommst du doch mal runter, du Arschloch? Ja, bleibt halt oben, ne? Bleibt halt oben. Ist okay, kann man machen. Aber seht ihr das? Also ich habe jetzt wirklich auf den Kopf gehalten. Kann mir keiner vorwerfen, dass ich das nicht getan habe. Alter, lade ich nochmal, das war ja nix. Deswegen, also ich habe die Vermutung, dass die Lotzis mit dem Helm tatsächlich gegen Headers so ein bisschen gefeit sind. Mal gucken, ob ich es nicht verraffe, dann will ich da mal irgendwie das an der Stelle ein bisschen rauszoomen. Mal gucken, ob ich wirklich auf den Kopf geschossen habe und der Typ einfach tatsächlich nicht gestorben ist. Ja. Hm.
Wobei, das war nicht so schlau. Nee, das war nicht so schlau. Das war richtig dumm, eigentlich. Na? Wie geht's euch? So kann das funktionieren. Da hat mir die Lasermine tatsächlich gute Dienste erwiesen. Jetzt ist ja die Frage, was nehme ich jetzt? Ich bräuchte eigentlich irgendwie so ein bisschen was mit Fenjeschlöns. Hä? So, okay. Ja, jetzt können wir hochgehen. Na, gucken wir uns das eh nicht oben an. Ich denke mal, den Spacken mit dem Helm, den musst du einfach voll auf den Wanz zielen. Damit sie umfallen. Ja, ich glaube echt, dass das effektiver ist bei denen. Ist er tot? Ja, oder er ist tot? Sehr schön. Okay. Gut, dann gehen wir zurück in die Kommandozentrale. Wo war die nochmal? Achso, ja, wir müssen wieder an dem ganzen Hass vorbei hier, der sich wahrscheinlich gleich über uns ergießen wird. Unten waren noch Granatos, ne? Und Leben. Sehr schön. Ah, okay, okay, okay. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Dem 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 dem. Okay. Und wir sind wieder zurück. Hallo. Also ich muss doch hier lang, oder? Bitte sagt mir, dass ich hier lang muss. Ich krieg gerade echt viel Moon. Das ist, ja, ist okay, ist okay. Kann man machen, kann man machen. So, jetzt den zerbickst. Ich tät gern. Oh ja, nö, nö, ist okay. Meinetwegen gleite ich auch hier nach unten. Kann ich hier etwa die Schlonze ablassen oder was? Achso, da geht die Tür auf und zu, oder was? Achso, okay, okay. Wo war denn jetzt nochmal der scheiß Kommandoraum? Wow, das hat mich gerade richtig was gekostet. Ja gut, hab ich die volle Breitzeit abgekriegt, aber ist egal. Egal, egal. Ja, moin. Hä, irgendwie, ich dachte, der Weg zu dem Steuerraum. Ach nee, Track Control, da oben ist er doch. Okay, ich habe nichts gesagt. War das doch so weit? Hm. Track Power ist off. Hä? Das schaffe ich nicht mehr. Wow. Ja, das Problem ist, Gargantua steht jetzt da. Wie hätte das denn klappen sollen? Ey, fuck you, da lade ich nochmal. Wo immer das war, ich habe keine Ahnung. Ja, da ist okay. Ist okay. Was zur Hölle, Mann? Was zur Hölle? So. Alien schlafe. Hallo? Wo bist du? Alien schlafe? Ich, muss ich überhaupt lang? Muss ich überhaupt schon da zurück? Ich weiß es gerade echt nicht, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob ich schon zurück muss, weil Track Power steht immer noch off. Aber da war da nichts mehr weiter. Das schaffe ich nicht. Geh lieber ohne mich weiter.
Hä? Hä? Wie war das denn nochmal? Wie war das nochmal? Ich muss gerade mal überlegen. Oder war das so, dass man irgendwie. Wow. Oh, wow. Oder war das irgendwie so, dass man irgendwie die Energiezufuhr wieder herstellen musste, dass der, dass das Gargantua geröstet wird, sobald man den Strom auf den Schienen wieder. Bist du denn plötzlich hier? Dass er dann geröstet wurde, sobald man die Energie wieder zugeschaltet hatte? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Aber da war dann nichts mehr. War da noch was? Habe ich irgendwie einen Abschnitt übersehen? Nee. Moment. Da muss ich jetzt tatsächlich leider nochmal zurück. Ich sehe auch gerade, dass der Part eigentlich schon wieder vorbei ist. Aber gut, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück. Und gucken da nochmal. Ich denke mal, so böses Kopfzeug wird uns hier, glaube ich, nicht mehr erwarten. Eigentlich haben wir ja alles gemacht, ey. Maintenance. Ich gehe da jetzt mal runter und schau mal. Das machen wir jetzt in der Folge noch und dann gucken wir dann einfach in der nächsten Folge. Wenn wir jetzt nichts finden, gucken wir einfach in der nächsten Folge, ob wir irgendwo irgendwas finden, was uns vielleicht weiterhilft. So, da geht's zum Power Generator. So, der läuft ja wieder. So, genau. So, der Power Generator läuft wieder. So, von da aus komme ich hier wieder hoch. Komme ich hier wieder hoch, wenn ich das will. Ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen, obwohl ich mir Stress sparen könnte. Ich glaube eher weniger. So, das heißt, hier muss ich dann nichts mehr machen. Warum ist dann auf den Schienen Nullo nada, niente Energie? Ich habe keine Ahnung. So. Nee, hä? Moment. Ist das ein anderer Abschnitt da hinten? Nee, kann ja nicht. Stimmt, das müsste eigentlich da oben in dem Hauptraum sein. Bin ich der Meinung. Ich kann mich jetzt auch täuschen, aber ich meine, dass das so ist. Und zwar müsste das hier sein. Genau, die beiden Abschnitte müssten das nun, glaube ich, sein. Na gut, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt also an der Stelle Schluss und dann gucken wir einfach mal nächste Folge, wie es Wetter geht, weil ich habe gerade hier gar keine Ahnung. Also dann, bis gleich.